Hadouken, sagt, das war's für euch. Hast du gesagt Hadouken? Hadouken. Hadouken gesagt. Hadouken, ich glaub, das war's für euch. Hadouken! Warum kann ich deine Falle? Okay, was ist los mit der Bärenfalle, hä? Oh shit, ich bin in meine eigene Bärenfalle gerannt. Nichts geht über Bärenfalle. Ich wusste nicht, dass es geht. Was? Hört denn auf jetzt? Was hat Akku gemacht, der Verrückte? Feuerball, Flick und Billis. Nein! Bist du gerade da? Bam, 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 bam. Was ist denn hier? Wir kämpfen warte. Jetzt. Warte. Was willst du denn hier? Ja, ich spiele hier gegen dich, du Depp. Ah, du Wichser. Er hat keine Waffe mehr. Sonst geht er. Der ging direkt in die Hüften wie ein guter Donut. Oh, komm, wir machen Springreitwettbewerb. Das würdest du niemals machen. Okay, du fängst an. Ja, du lauf, spring. Lauf, 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 spring. Sehr gut. Und, ja. Und hier, unten durch. Ja, klappt nicht. Gesprungen, ja. Und hier, langsam. Bist du verschwunden kurz? Rückwärts gesprungen, sehr gut. Rückwärts eingesprungen. Hier, zack. Und nochmal. Und einmal drum. Ja. Ah, ja. Top. Also bisher bist du der Beste aus dem Wurf. Ich habe voll die Idee. Komm mal mit. Ich weiß, wie wir an Geld rankommen. Komm mit. Ja, komm mit. Banküberfall. Hier, pass auf. Ich mach mir ich Sorgen. Ich bin hier fest. Okay. Mhm. Und wenn dann Zug... mich hier schon mal hin. Und wenn Zug kommt, dann wird Zug anhalten. Ja. Und wenn Zug anhalten, wir gehen auf Zug mit Waffe und holen uns dann das ganze Geld raus. Und dann, ich sag's dir, da machen wir Party mit den Kühen. Ich habe keine Waffen. Ich kann nicht mal mit Eutos schmeißen. Ich habe kein Kleingeld, gar nichts. Das ist jetzt natürlich nicht so ein perfekter Plan, aber der könnte funktionieren. Wir müssen nur glauben. Fährt hier ein Zug? Bestimmt. Ich meine, hier sind Gleise. Da muss auch ein Zug fahren, oder? Kannst du bitte eine Benny Hill Musik drunter legen? Da kommt sie. Hier liegt ein Puppe. Gehst du weg, Akku? Akku, gehst du weg? Lass ihn los! Das hilft jetzt auch nicht. Lass ihn los, gehör zu uns! Hallo! Hier ist ein Zettel, Jungs. Wollt ihr den Zettel haben? Ah ja, okay. Luderes Bestattungsinstitut. Wir bieten Dienstleistungen in Ihrer Zeit der Not an. Erholung, Bestatterzeremonie, Beerdigung, Einäscherung. Vereinbaren Sie einen Termin. Wir bieten auch private Dienstleistungen an. Ah, Bumsen! Nehme ich an. Das ist der erste Tag einer langen Reise. Eine Reise voller Gefahren. Eine Reise voller Hindernisse. Und volle Abenteuer. Wir werden viel erleben. Wir werden viel kämpfen und viele Schätze finden. Heute beginnt es. 12 Sekunden später. Anker gesetzt und das gut gepackt. Gut. Merkt euch, wo wir geparkt haben. Guck mal, wie knapp du geparkt hast. Super. So, Akku ist hier. Wo ist Roman? Moment, mal haxen, ja, hallo? So, also, Alex, mir knien vor der Kamera ab, knien. Ja, alle mit dem Messer und der Captain mit der Banane. Also, jeder küsst die Banane. Ich küss nicht die Banane, du kannst mir doch, weil du weißt, dass er... Nee, okay, Captain, du weißt, wo die Banane vorher war. Dreh dich mal um, Akku. Nein. Oh nein. Es reicht! Was? Drücke Alt! Ich hab keine Alt-Taste! Ah, nicht schlecht. Okay, bist du nicht hier der Pro-Gamer? Also, ist der Kameramodus wieder aktiviert, oder? Ja. Wäre ich der Typ, der uns hier, wie hier dieser Bill Grizzly oder wie der heißt, durch den Urwald bringt? Billy Chris! Nicht Billy Chris, der Grizzly. Wie heißt der Grizzly? Hast du ihn gerade Billy Bear Chris Grylls, gemacht? Aber Billy Grizzly ist ja wohl der beste Survival-Name aller Zeiten. Bitte, Barney, mach ein Bild von Billy Grizzly, dem Survival-Experten. Okay, komm mal her. Okay, was hast du zu mir gesagt? Was hast du gesagt, Akio? Was soll der Scheiß? Akio, kann dein Bart eigentlich brennen? Akio, fucking... Ja. Nein! What the? Du kommst jetzt da rein, ob du willst oder nicht? Ich will nicht! You dropped the baby, nee, scheinbar nicht. Du bist mein Vater! Ich kenn dich nicht, weil du bist hier.
unser Haus eingebrochen. Ich bin Cousin Bertram. Ah, lass mich go, ich hab Cookie gegessen. Ja, das passiert dem Besten von uns. Was meint denn jetzt mit dir? Warte mal kurz, ich brauch was. Ich muss dich entkacken irgendwie. Nein! Bibi! Hier ist noch mehr Kacke. Bibi, bitte! Wer kackt denn da auch so viel? Ich esse auch ein Stück. Oh Gott, okay, das war gar nicht so. Oh Gott! Oh mein Gott! Ich hasse doch sowas! Da ist ein Viech im Wasser! Jungs, könnt ihr mal das Schiff anhalten? Oh Gott, ne, ernsthaft, ich mag sowas. Da könnt ihr mal so ein Schiff anhalten. Wir hängen bei denen am Seil. Ja, ich weiß, das war ich offiziell. Naja, aber mit Absicht. Was für ein Kampf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, unser Schiff. Sorry, ich kann das nicht teilen und so scheiße. Schiff in Sicht! Was? Was? Auf Osten, großes Schiff in Sicht, im Osten. Oh, oh, das ist aber ein Geisterschiff. Captain, ich glaube mal nicht, dass dieses Schiff mehr als 2 Folgen überlebt, wenn wir so weitermachen. Das ist okay, wir sind ja auch die 2-Folgen-Typen. Ich hätte gern einmal einen Energy Drink und dann hätte ich gern einmal einen Helm. Einmal einen Energy Drink und dann hätte ich gern einmal einen Helm. Sag mal, was willst du von mir? Ich habe keinen Helm für dich. Gibt's denn eigentlich noch? Ich hätte gern einen Energy Drink. Ich hätte gern einen Helm. Wie er sich durchschnurrt durch das ganze Dörflein. Akio? Ja? Ich hätte gerne Energy Drink. Na! Ich wurde getroffen. Hat jemand einen Helm? Das war's jetzt, Akio. Deswegen sind wir gekommen, Roma und ich. Extra über die polnische Grenze. So. What the f***? Das ist einer! Ja, und vielleicht habe ich dann aus Versehen und aus Panik auf den Akio geschossen. What? Oh! Was ich dachte, seid ihr? Ich hab beinahe auf Roma geschossen oder Aki oder wer einer von euch. Seid ihr alle gleich? Und jetzt heute als, wollte ich sagen, bezaubernde Mitstreiterin, unsere liebe Fluffy, die ja bei mir auch Mod ist. Hallo Fluffy. Hallo. So, das war ganz sehr nervös. Ah, sorry. Sehr nervös. Oh Gott, schwimm doch nicht so weit weg von mir. Wo ist Aki? Wo ist fucking Aki? Komm zu dir. Fick dich! Fuck you, Aki! Fuck you, Aki! Ich kann jetzt nicht mehr. Ich hab einfach keinen Nerv mehr für sowas gerade. Nein! 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 Ja, aber guck mal, ich komm ohne Eis locker zu dir. Komm zu mir. Akku, geh weg! Sieh, wie du elendig verreckst. Jetzt musst du mir nur verraten, wie du darüber gekommen bist. Ich sag's ja, gleiten! Ja, aber ich hab keinen Gleiter. Ja, Alter. Dani, bitte hilf mir bitte, mein Speicherung zu verdeutlichen. Hinter uns! Mhm. Nee, der ist doch von hier. Ich sag hinter uns, da steht eine und ihr lootet. Schaut mal hin. Gut, wir wollten an ihre Klamotten ran. Aber guck mal, wie wir jetzt aussehen, Flo. Willst du auch so ein Outlook? Lookout. Ach Gott, Lookout. Mein Gott, willst du auch so aussehen wie wir? Ja, aber machst du eine Jacke? Ah, ne, wieso hat Akio eine Jacke? Drin. Ja, komm, hier im Koffer. Aber du hast keine Jacke. Der eine Koffer war von Lacoste oder so. Wie sehe ich aus? Oh, sexy. Ich habe ein T-Shirt und eine braune Hose. Cool, ich möchte aber die Jacke von Akio. Wer hat hier einen Stuhl hingebaut? Und 20 Stickies hier. Akio, du hast 20 Stickies für einen Stuhl? Nein. Okay, Roma, wir können hier Feuer bauen. Natürlich. Wow. Akio, mach mal Stickies. Ich habe keine Stickies, die sind gut plötzlich verschwunden. Natürlich. Er hat 30 Stück gesammelt, ne, um diesen Scheiß seinen Stuhl zu machen. Akio, Roma hat seit Spielbeginn keine Füße mehr. Und es wird von euch zu. Nein, warum ich? Ich weiß es nicht. Was passiert hier? Was ist ein scheiß Raketen hier? Hast du ihn gerade Hosenschiss Raketenkehr genannt? Oh ja, au. Wer hat denn da Kisten hingelegt? Nein, komm runter, du Hund. Akio, bleib cool. Nein! Du wolltest aber ausprobieren, ich hab mich verdrückt. Scheiß! Ah ja. Kopf. Guck, der bleibt einfach stehen! Ah, nein! Rakito. Nee, warum hast du... Nein, Mama! Sag mal, hast du irgendein Problem mit deinem Joypad? Drück mal jeder nach oben. Passiert bei euch gar nichts? Dauert, passiert gar nichts. Doch, das hier, aber... Moment, steuerst du mit dem Stick oder mit dem D-Pad? Oh, ich sollte mit dem Stick steuern, anstatt mit dem D-Pad. Lauf los. Bleib mal stehen, dreh dich mal so ein bisschen um. Jetzt können wir erstmal eins bewundern, und zwar die Reflexion. Reflexion. Oh, der ist nicht gut. Der hat ein Scharfschützengewehr, oder? Was hat er? Ja, Scharfschütze. Naja, sowas ähnliches. So eine Mischung aus, ne? Wieso rennst du jetzt wieder hoch? Jetzt reicht's. Du bist jetzt in die Höhle gerutscht, um die Fußspann einzusammeln. Du bist mutig. Und jetzt entdeckt der T-Grex. Der unauffällig hockt hier in der Höhle. Roma hat keine Ahnung, wo sich T-Grex befinden könnte. Denkt sich jetzt, ja, das gibt's ja nicht. Fußspann etwa. Da schauen wir das genauer an. Und da gehe ich nochmal raus. Was, die Höhle? Was? Wieso geht's denn da? Oh, warte. Ach, jetzt sehe ich ihn.
Das ist Roma. Ich werde ab jetzt nur noch Wörter erfinden, das finde ich so geil. Der hat dich aber gelimbot. Der hat mich sowas von gelimbert. Gelambert, da geht's ja gar nicht, wer so gelimbert hat mit der. Geflibbert hat er mich wieder. Bist du in Ohnmacht gefallen? Ja, ja. Was ist denn da passiert, Roma? Der hat mich geflibbert, gezipfelt, geämmelt und ge... Ich habe das dritte Wort. Roma, was ist denn da passiert? Geohmachtet? Ich bin geohmachtet worden. Was ist da passiert, Roma? Der hat mich halt aufs Heftige gefibbelt. Was Heider. Macht der überhaupt da in dem Kessel? Kesselt den Heider. Latch the grab, Flo, latch the grab. Alter, ernsthaft jetzt? Das ist halt überhaupt nicht witzig. Das ist doch totaler Kack! Oh, ich find's eigentlich nicht so. Oh nein, böses Spiel! Weißt du, du hast ja schon den richtigen logischen Ansatz für das Spiel. Aber dir fehlt halt die Finesse. Die Finesse? Es ist Viertel vor elf auf Nacht. Guck mal, guck, das meinte ich. Shut the fuck up! Ja, guck, jetzt kommt Finesse, ich spür sie. Hast du sie auch gespürt? Ein bisschen. Akio, wo bist du? An der Tankstelle. Okay, wo bist du auf der Karte? Ich schwör bei Gott, ich schneide dir. W16. Okay, du bist ein bisschen weiter weg. Stirb mal bitte. Also jetzt doch nicht zurück. Na, wir treffen uns alle bei T10. Also jetzt wieder zurück. Schau mal, schau mal an. Schau hin, wie Akio da liegt. Lauf! Goddammit! Ja, die Klampe! Lauf. Ja. Genau, da geht's nämlich weiter, haben wir schon das Fingerglied von Brandon. Und ganz ehrlich, wenn das nicht sein Penis ist, dann weiß ich es auch nicht. Man sagt auch immer, hast du den Penis von Brandon in der Tasche, dann geht's dir gut. Ich will jetzt sagen, wenn ich es bis zum Boss schaffe, ohne einmal zu sterben, dann machen wir beim Boss, darf ich zweimal sterben. Aber ich soll das Maul halt jetzt ganz ernsthaft. Ja, ich wusste es, ich bin so ein Depp. In der gesamten Folge. Ja? Dürfen wir uns nicht beleidigen, wir geben nur Komplimente. Ich kann dir nur empfehlen, dass du deine beschissen schönen Lippen jetzt langsam geschlossen hältst, du Süßi. Ich kann das nicht, weil... Das war meine neue Waffe übrigens. Ich mich halt voll in deinen Augen verloren habe. Acke, weißt du, was mich aufregt? Dass du einfach so wunderschöne Haxen hast. Ach, Roma, super gut geschossen von dir. Großes Lob. Vielen Dank. Aber du bist echt schnell unterwegs, deine Beine sind wahrscheinlich übelst schnell. Respekt dafür. Du, die sind schon... Okay, danke, aber... Die sind kurz, aber schnell. Aber nicht halb so trainiert wie deine. Dankeschön. Halt's mal! Sorry, verloren! Roma, Schnappatmung vermeiden. Du weißt, du bist nicht mehr der Jüngste. Gut, Kopf angehauen. Immer gut. Hol dir die Intelligenzpunkte, plus 5. Nochmal drunter. Gut, mach den Sprunghaften. Okay, ist überhaupt nicht schlimm, ne? Also ich bin ja... Ist überhaupt nicht schlimm. Siehst du, die Wut, die macht dich stark. Der Gedanke an Nougat. Da oben wartet nämlich ein Nougatberg auf dich. Nein. Doch, ja. Mein Nougat. Nein! Ich hab was für dich, Roma. Was soll denn das? Ich hab nichts gefunden. Es hatte mein kleiner Neffe noch unten. Den habe ich K.O. schlagen müssen, dass ich das bekomme. Und immer wenn du verlierst, kommt die Sirene der Warnung, damit du auch weißt, dass jederzeit die Russen kommen können, um dich mitzunehmen. Das ist diese KGB-Alarmglocke. Was macht er da? Stealth-Schlag, Moment. Er wurde gestealthed, würde ich sagen. Das ist aber alles andere als Stealth. Klassisch natürlich einfach das machen, ein paar Gegner töten, aufsteigen. Die Veteranen können sich damit aus. Aber auch Neulinge werden bei dem Spiel sehr großen Spaß haben. Das war's, aber jetzt irgendwo abgelesen, oder? Das war gut, oder? Oh, fuck. Pass auf! Seriously? Oh, geil. Das heißt Geiger. Ich will nicht wissen, woher das Ding da rauskam, aber geil. Sagen wir es mal so, ich habe dabei nicht gelächelt. Okay, pass auf, wir machen jetzt nämlich den goldenen Kill. Der jetzt, der den letzten, der killt, ne, der macht, der gewinnt das Spiel. What? Ja. Das ist die letzte Nummer des Verzweifelten, Mann. Gagarino. Nein. So, also, wenn es euch gefallen hat, meine Freunde. Nein. Ich hab dich doch gefickt mit dem Messer!